Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Endlich mal wieder, ich nehme euch diese Woche wieder ein bisschen mit. Ihr merkt es vielleicht auch, ich sage wieder ihr und nicht du. Einige hatten mir geschrieben, dass sie das irgendwie störend fanden. Ich fand es eigentlich ganz cool, aber ich bin beim Sprechen ins Hadern gekommen und irgendwie wirkte das dann relativ schnell unnatürlich, wenn ich versucht habe zu filmen. Deswegen lassen wir das einfach. Ja, genau, diese Woche ist meine letzte Uni-Woche und wenn ihr euch jetzt denkt, ich bin jetzt übrigens gerade dabei, mich fertig zu machen. Wenn ihr euch jetzt denkt, wow, ich habe doch gerade erst deinen Ersti-Wochen-Vlog gesehen, dann ja, geht es euch genauso wie mir. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Zeit so schnell gerast ist. Ich meine, es waren letztendlich jetzt auch, glaube ich, nur 2,5 Monate, die ich wirklich Uni hatte. Also, wow. Wir hatten echt kurzes Semester, weil wir ja erst im November gestartet sind. Ich weiß auch bis heute nicht, warum das so ist, aber naja. Auf jeden Fall ist das Semester jetzt auch schon vorbei, also ich bin bald kein Ersti mehr. Habe jetzt aber natürlich erst noch meine Prüfungen. Nächsten Montag steht dann meine erste Prüfung an in allgemeiner Psychologie. Und ja, ich bin schon aufgeregt. Ich glaube, ihr werdet das im Laufe der Woche dann auch mitbekommen. Ich zeige euch auf jeden Fall Step by Step, was ich jetzt so kurz vor der Prüfung noch so mache. Und ja. Gestern übrigens einen nicht ganz so guten Tag, bin ich auch ganz ehrlich. Es flossen auch ein paar Tränen, sage ich jetzt einfach mal hier für die Realität. Es ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Ich hatte gestern so ein bisschen meine Zweifel, was mein Zeitmanagement angeht, ob ich das alles vor der Klausur, beziehungsweise es ist ja nicht eine Klausur, sondern halt mehrere Klausuren, ob ich das alles vor den Klausuren so hinbekomme. Weil mein Studium an sich empfinde ich gar nicht als schwer oder mega viel, sondern ich empfinde es eher so, dass mein restlicher Alltag, also alles, was ich nebenbei noch so mache mit Arbeit und Social Media und dies und das und Ehrenamt, bla bla bla, manchmal einfach so in der Gesamtkonstellation viel ist. Ja, und da hatte ich gestern einfach so einen Moment, wo ich einfach mal so ein bisschen an allem gezweifelt habe. Aber das ist auch einfach in Ordnung und ich denke, das ist auch menschlich und ich denke mal, das ist auch so typisch in der Klausurenphase, dass man einfach mal so ein bisschen ins Hadern kommt. Deswegen habe ich mir für diese Woche auch einen neuen Plan gemacht, einen allumfassenden Plan, weil ich immer das Gefühl habe, dass wenn ich so richtig durchstrukturiert bin, ich gar nicht so ins Hadern komme. Ihr werdet auf jeden Fall gleich auch sehen, wie ich das alles so geplant habe. Ich will mit euch gemeinsam wieder so ein bisschen meine To-Do-Liste abarbeiten. Und Prio hat für mich diese Woche, dass ich einfach wieder ein bisschen mehr darauf achte, zu schlafen. Es liegt gar nicht daran, dass ich in letzter Zeit schlecht geschlafen habe, dass ich das nicht wollte oder dass ich irgendwie übermäßig immer lange gelernt habe, sondern ich konnte einfach irgendwie nicht einschlafen. Und das wird diese Woche auf jeden Fall auch in Angriff genommen. So, I'm done. Habe ich jetzt gerade 5 Minuten gekostet und weil ich so eilig gemacht habe, habe ich glaube ich auch ein bisschen meine Augenbrauen verkackt, weil ich eigentlich nie meine Augenbrauen mache. Aber ich habe es am Wochenende mal einmal ausprobiert, fand es irgendwie mega cool, weil es so schön dezent war und jetzt finde ich es schon wieder zu stark. Aber ist wahrscheinlich auch nur an meinem Empfinden. Egal. Auf jeden Fall mache ich jetzt weiter mit Uni. Meine To-Do-Liste steht ja bereits schon und ich habe da auch schon einiges von abarbeiten können. So, was wir geschafft haben. Aufstehen, obviously. Danach habe ich meine To-Do-Liste gemacht. Ich hatte meine Vorlesung heute Morgen schon. Die habe ich abgeschlossen. Dann habe ich jetzt meinen Vlog gestartet. Ich habe mich ready gemacht. Hier ist nochmal Vorlesung. Und mein Workout habe ich gemacht. Allgemeine Psychologie-Anwendung habe ich auch gemacht. Ich bin also ein bisschen schneller. Genau, es geht jetzt weiter. Ich mache jetzt meinen letzten Teil in allgemeiner Psychologie. Das ist ja, wie gesagt, meine Prüfung heute in einer Woche. Da habe ich sie nämlich schon hinter mir. Yay! Ich freue mich jetzt irgendwie, mein ganzes Wissen einfach nur aufs Blatt Papier zu bringen, weil dann kann es nicht raus. Ich möchte es ja weiterhin behalten. Aber dann kann ich mich auf die anderen Dinge ein bisschen mehr konzentrieren. Also mit jeder Prüfung wird es ja einfach ein bisschen weniger, was man sich so gleichzeitig merken muss. You know, also irgendwie ist das auf jeden Fall für mich so. Deswegen freue ich mich jetzt, also so dumm das klingt, freue ich mich einfach jetzt so ein bisschen, wenn es hinter mir liegt. Auf jeden Fall habe ich heute Morgen schon meinen Ordner so ein bisschen markiert. Ihr seht hier, habe ich das ein bisschen mit Farben sortiert, genauso wie ich das in meinem letzten Vlog schon gezeigt habe. Und was ich jetzt machen werde, ist weitere Anwendungen raussuchen, denn ich habe ja auch schon gesagt, wir haben Open-Book-Klausuren und Open-Book-Klausuren heißt eben Anwendungsaufgaben. Das heißt, im Grunde überlege ich mir immer, was könnte der Prüfer potenziell von mir wissen wollen. Und in der Psychologie ist es einfach ganz oft so, dass man sich quasi Probleme überlegt, also man hat gewisse Probleme, die einfach existieren oder es gibt Theorien.
Das heißt, zu diesem Problem überlege ich mir dann immer Lösungen, weil das wird, glaube ich, häufig gefragt. Ich habe mir auch Probeklausuren angeguckt und da wurde häufig nach Lösungen zu irgendwelchen Problemen gefragt. Und ich gucke mir an mögliche Theorien und versuche dafür ein Beispiel zu geben. Das kann ich übrigens generell nur jedem empfehlen, weil wenn man ein Beispiel für etwas geben kann, dann heißt das, dass man es wirklich verstanden hat. Oft ist es einfach so, man hat das Gefühl, man hat es verstanden, aber wenn man dann in der Prüfung sitzt, hat man es irgendwie doch nicht so richtig verstanden. Und das Ding ist halt, wenn man ein Beispiel für irgendwas findet, kann man es auf einen anderen Sachverhalt übertragen. Das heißt, man hat so ein gewisses Transferwissen und das klappt dann auch immer mit anderen Beispielen, die in der Prüfung eventuell abgefragt werden können. Deswegen kann ich das nur vor jeder Klausur, egal ob das jetzt eine Open-Book-Klausur oder eine normale Klausur ist, empfehlen, sich einfach Beispiele zu gewissen Definitionen, Theorien oder sowas zu überlegen. Genau, das mache ich jetzt. Ich habe einen Teil heute Morgen schon gemacht von meinem einen Dozenten und den anderen Teil mache ich jetzt gerade noch fertig und dann bin ich komplett ready mit der Prüfungsvorbereitung für dieses Fach. Jetzt durch. Ich muss mich jetzt relativ zügig aufmachen und zwar fahren wir jetzt ein Paket abholen. Ich habe gerade eine Benachrichtigung bekommen, dass es angekommen ist, aber ich muss das abholen. Das ist so eine Art Click-and-Collect-System und ja, ich denke mal, die haben jetzt nicht mehr allzu lange auf und wir müssen auch ein kleines Stückchen fahren, deswegen waren wir jetzt mal auf dem Weg. Mittlerweile auch schon dunkel, wie ihr seht. Aber ich habe gerade noch mein Paket abholen können. Oh mein Gott, das war so ein Struggle, weil ich in meiner Mail heute Morgen schon geguckt habe, wo hole ich das jetzt ab? Ist der Laden dasselbe wie das Lager? Das war es übrigens nicht. Kleiner Spoiler schon mal. Und im Internet stand außerdem, dass die bis 18 Uhr geöffnet hätten. Und deswegen sind wir auch ganz entspannt losgefahren. Wir wussten, wir müssen da ein bisschen länger hinfahren. Aber dachten uns, ja, easy, gar kein Problem. Haben uns noch schön unterhalten, uns Zeit gelassen und dann kamen wir halt an, kurz vor 16 Uhr. Und dann stand da halt so ein fettes Schild, dass jetzt wegen Corona, da stand aber in meiner Bestätigungsmail halt nicht, der Laden irgendwie nur bis, oder das Lager nur bis 16 Uhr auf hat. Und ich dachte auch nur so, ja, super. Wetten, ich krieg mein Paket jetzt nicht. Wir sind jetzt umsonst eine halbe Stunde hingefahren. Genau, und deswegen war ich jetzt mega froh, weil ich habe gerade in allerletzter Minute die Frau noch erreichen können und sie hat mir das Paket dann rausgebracht und ich habe es jetzt endlich. Wir waren dann noch in so einem super fancy Supermarkt, da gab es voll die coolen Sachen. Ich habe mir leider, es ging nicht anders, ich musste es hier einpacken, weil ich das Etikett drauf machen musste, aber habe mir so vegane, gefriergetrocknete Himbeeren gekauft. Als kleinen Treat, vermutlich schon für nach der Klausur, weil ich mir irgendwas richtig Cooles gönnen wollte. Ich glaube, das klingt jetzt so richtig pathetisch, dass ich mir so als Treat für nach der Klausur irgendwas gekauft habe. Aber ich freue mich einfach drauf und ich möchte mich danach auch belohnen und ich bin mal gespannt, wie die schmecken. Genau, und jetzt werde ich gleich weitermachen. Also, das haben wir auch geschafft. Dinnerbreak und zwar habe ich mir sehr, sehr viel Brokkoli gemacht, beziehungsweise meine Mom. Meine Mom ist super lieb, die kocht im Moment so ein bisschen für mich mit. Ganz viel Brokkoli haben wir am Wochenende schon vorgekocht. Ich glaube, man merkt mittlerweile, dass ich Brokkoli liebe. Ich könnte auch nur einen ganzen Teller Brokkoli essen. Ich liebe es einfach. Dann Tofu und noch so Leftover-Nudeln, die meine Mama tatsächlich selbst gemacht hat. Ja. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt, aber ich denke mal gut, weil das sind alle Komponenten, die ich in irgendeiner Art und Weise mag und alles frisch gekocht.
Leute, das war mal vielleicht ein entspannter Start in den Tag. Boah, ich fühle mich gerade so richtig frisch und erholt irgendwie, weil ich einfach ein bisschen länger geschlafen habe heute Morgen. Ich habe nämlich gestern Abend noch ziemlich lange gearbeitet. Ich nenne jetzt hier lieber mal keine Uhrzeiten, weil das war, glaube ich, jenseits von Gut und Böse. Aber ich habe mir dann zumindest vorgenommen, heute mal ein bisschen länger zu schlafen. Das habe ich dann auch getan. Dann hatte ich eine Fragerunde für allgemeine Psychologie. Es tut mir übrigens an dieser Stelle mega leid für alle meine Kommilitonen, die das potenziell irgendwann mal sehen könnten oder sehen. Ich weiß es nicht genau, dass ich so viele Fragen stelle in meinen Vorlesungen. Ich bin wirklich so jemand, ich stelle sehr, sehr viele Fragen in Fragerunden und vor allen Dingen aber auch in Vorlesungen an sich. Beziehungsweise bei uns sind es eher Seminare. Das heißt, wir werden ja auch dazu aufgefordert, Fragen zu stellen. Trotzdem, ich stelle sehr, sehr viele Fragen, weil ich es wirklich verstehen möchte. Und ich habe jetzt auch wirklich das Gefühl gehabt, dass ich es alles verstanden habe. Also Klausur kann kommen. Genau, dann habe ich ein bisschen Stretching gemacht, habt ihr eben gesehen, da hinten. Und ja, fühle mich jetzt sehr, sehr gut. Habe jetzt direkt ein Meeting. Habe, glaube ich, noch 5 Minuten Zeit. Dann habe ich ein Meeting mit dem She Does Future Team. Ich arbeite ja seit diesem Jahr ein bisschen mehr mit, auch in anderen Bereichen, ein bisschen mehr mit im Marketing. Und deswegen haben wir natürlich jetzt auch einfach mehr Meetings. Heute Abend habe ich dann noch meinen Kurs, aber das dauert jetzt noch ein paar Stündchen. Deswegen jetzt erstmal Meeting und dann werde ich in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen was für Uni machen. Hier erstmal einen in meiner Weihnachtstasse immer noch, weil es einfach die beste Tasse ever ist, einen veganen Kakao gemacht. Ihr kennt den ja von mir, das ist die beste Sojamilch vom Rewe und dann geht's weiter. So, da haben wir Abendessen. Veggies, Tofu, Hummus. Ich habe endlich wieder Hummus nachgekauft und noch ein bisschen Gurke. Staple Dinner und besonders in der Klausurenphase, weil ich innerhalb von 10 Minuten damit fertig bin. Was ist für den Tag? Wir haben jetzt 12:30. Ich habe jetzt eben noch mit ein paar Freunden gezoomt, weil meine beste Freundin morgen Geburtstag hat. Es tut mir mega, mega leid, dass sie jetzt halt so ihren Geburtstag im Lockdown verbringen muss. Aber ich denke mal, jeder hat das mittlerweile. Also mittlerweile war ja wirklich fast jeder im Lockdown einmal dran. Man kann es nicht ändern. Ich fand es aber trotzdem ganz schön. Wir haben so ein bisschen online Scribble gespielt. Es hat auf jeden Fall mega, mega viel Spaß gemacht. Also müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, und jetzt werde ich erstmal schlafen gehen, weil ich habe morgen früh schon relativ früh ein Zoom-Meeting. Genau, deswegen sehen wir uns morgen. Nothing ever felt as good. Or as easy as when we were young. Oh, oh, oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. Die To-Do-Liste für heute steht, hatte ich ja gestern Abend schon fertig gemacht. Ich habe jetzt meine Statistik-Fragerunde schon erledigt. Wir sind sogar ein bisschen früher fertig geworden, deswegen konnte ich noch den Abwasch machen. Das habe ich nämlich gestern vergessen. Und heute Nachmittag habe ich dann nochmal Methodenlehre-Fragerunde. Heißt, ich möchte bis dahin halt alles in Methodenlehre nochmal durchgeschaut haben. Mache dann eine kurze Pause, möchte dann eine Probeklausur machen. Also den genauen Ablauf einer Online-Klausur üben. Ich glaube, das könnte noch ein bisschen stressig werden, aber das zeige ich euch dann. Genau, let's get it on. Just children acting like a doll. Crazy. Das ist auf jeden Fall geschafft. Wir beschäftigen uns im Moment gerade mit so psychologischen Messungen, unter anderem Eye-Tracking. Ich finde das so spannend, deswegen wollte ich euch das mal gerade einmal zeigen. Das wurde auch in meiner Vorlesung genannt. Und zwar ist es hier ja, ein Plakat für eine Werbung für ein Parfüm. Ich denke mal, das haben auch alle irgendwann mal gesehen. Da ist Scarlett Johansson drauf. Und man kann hier halt sehen, wo der Blickverlauf lang geht. Also da, wo quasi gar keine Farben sind, wurde erstmal gar nicht hingeguckt. Ist ja irgendwie auch logisch. Da, wo es rot ist, wurde am meisten hingeschaut. Das heißt, am meisten wurde tatsächlich in ihre Augen reingeschaut.
Und das Grüne, ja, wurde schon relativ lang angeguckt und was bläulich war, wurde halt weniger angeguckt. Und das Ziel ist natürlich jetzt, das hier dahin zu bekommen, dass man halt hauptsächlich auf dieses Produkt drauf guckt. Oder ich habe hier noch ein Beispiel rausgesucht, wie man das hier zum Beispiel einmal verändert hat. Hier wäre ja der Fokus auf der Schrift, beziehungsweise auch auf dem Produkt, aber auch ein bisschen auf dem Gesicht. Und hier sieht man eben, wie der Fokus auf der Schrift ist und wie dann von dem Auge der Fokus aufs Produkt gelenkt wird, weil die Frau einfach ihren Blickwinkel geändert hat. Mega spannend, ey. Jetzt ist erstmal Workout Time. Ihr findet übrigens die Playlist Home Workout auf meinem Kanal. Da könnt ihr mal gucken, welche Workouts ich so empfehlen kann. Das, also die, die ich dir abgespeichert habe, sind meiner Meinung nach die besten bzw. die liebsten, hauptsächlich HIIT-Workouts. Genau. Ich sag euch jetzt mal was, Leute, wirklich, ihr müsst unbedingt mal Wechselduschen ausprobieren. Ich war auch lange Zeit ein richtiger Skeptiker. Ich war wirklich immer Heißduscher. Heißduscher ist eigentlich noch nicht mal wirklich ein Ausdruck. Also bei mir war es wirklich schon so heiß, dass ich fast schon das Gefühl hatte, dass es zu heiß ist. Aber ich habe das einfach so geliebt, dass man einfach so richtig warm wurde beim Duschen und ich mochte dieses wohlige Gefühl. Aber ich merke tatsächlich, seit ich das mal ausprobiert habe mit den Wechselduschen, dass ich viel, viel fitter und agiler bin. Was ja auch irgendwie logisch ist, weil Wechselduschen ja den Stoffwechsel ankurbeln und generell halt alles so ein bisschen nach oben fahren, man einfach motivierter ist. Und ich sage euch, das kombiniert mit einem guten Workout, guter Musik, dann gut durchlüften im Zimmer und ihr habt das Gefühl, als wärt ihr nochmal komplett neu aufgestanden. Das ist wirklich der Hammer. Das ist irgendwie ein ganz anderes Lebensgefühl. So, Haare sind noch etwas nass, ist aber gar nicht so schlimm. Ich habe es auf jeden Fall jetzt nicht mehr geschafft, die Probeklausur zu machen, also diesen Online-Durchlauf, weil ich jetzt gleich noch eine Fragerunde habe. Deswegen habe ich das jetzt einfach auf danach geschoben. Ich muss das aber auf jeden Fall heute noch machen, weil ich bin da so unsicher, das werdet ihr auch gleich sehen. Aber gut, musste jetzt auch mal sein, dass ich ein bisschen unter der Dusche rumgetrödelt habe. Wir haben nämlich eine neue und das wollte ich dann zumindest einmal alles ausgiebig austesten. Genau, und ich bereite mich jetzt gerade noch ganz kurz vor. Schreibe mir gerade noch auf, was ich fragen möchte, damit ich da jetzt gleich nicht irgendwie dumm rumstottere. Und dann ist es auch, glaube ich. Ne, morgen habe ich noch eine Vorlesung. Das ist die vorletzte Vorlesung für dieses Semester. Können Sie noch ungefähr so eine Zahleneinschätzung geben? They keep us on speaking terms. We grow and we learn. So, erledigt, 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 erledigt und auch erledigt. Ein langer, langer Tag geht vorbei. Es kamen noch einige Planänderungen dazwischen. Und zwar hatte ich noch eine Teamsitzung von She Does Future. Das hatte ich komplett verplant. Ey, ich weiß gar nicht, wie mir das durch die Lappen gegangen sein kann, weil ich eigentlich immer alles aufschreibe und alle Termine sich bei mir aktualisieren. Aber ich habe jetzt gerade so ein neues Planungstool eingeführt, beziehungsweise will mich so ein bisschen mehr noch digitalisieren und es kann sein, dass es dadurch passiert ist. Nicht schlimm. Ich habe es ja trotzdem gerade noch rechtzeitig mitbekommen. Aber ich saß heute einfach tatsächlich über 8 Stunden in Zoom. Ich habe heute das irgendwie nachgucken. Ich hatte da heute Morgen irgendwie so eine Liste angefangen. Ich wollte einfach nur aus Interesse mal gucken, wie viele Stunden ich am Tag in Zoom sitze. Und es waren heute einfach über 8 Stunden. Also das finde ich schon sehr, sehr krass. Zumal ich halt weiß, dass ich, abgesehen von Zoom, halt auch noch relativ lange am Bildschirm saß und dort dann halt auch was gelesen habe oder auch noch was geschrieben habe und noch Mails beantwortet habe. Das heißt, ich will gar nicht wissen, wie hoch meine Bildschirmzeit heute für den Laptop ist. Also am Handy ist sie relativ klein, weil ich heute tatsächlich bis heute Abend mein Handy fast komplett ausgeschaltet habe. Ich versuche das jetzt auch beizubehalten, weil mein Handy lenkt mich einfach am meisten ab. Also am Laptop habe ich das mittlerweile echt in den Griff bekommen, aber wenn das Handy dann bimmelt und ich weiß, es ist irgendwas Wichtiges, dann gucke ich halt trotzdem kurz nach, was es ist und denke mir dann, okay, ich antworte später, aber dann ist es doch irgendwie im Hinterkopf und nee, deswegen mache ich es auf jeden Fall morgen wieder so. Handy kommt einfach weg, komplett aus Sichtweite und alles ist wunderbar. Trotzdem finde ich das so krass mit der Bildschirmzeit. Also ich meine, das müssen über 10 Stunden sein und wow, das ist schon krass. So, ich mache mir jetzt hier noch meine Kerze an. Sieht direkt total gemütlich aus und ich lese jetzt mein Buch. Das lese ich jetzt noch weiter, das ist jetzt fast durchgelesen mittlerweile. Ich liebe dieses Buch.
Es ist so empowering, also kann ich nur jedem von euch empfehlen. Diese Frau ist der absolute Hammer. Richtiges Vorbild für mich. Genau, und dann gehe ich auch schon schlafen, weil auch das muss in der Prüfungsphase sein. Einfach mal ein bisschen abspannen, weil sonst kann man einfach irgendwann gar nichts mehr. Forgiving us and when the time is right, there's no wasteland. Oh, we were just children acting like a dog.